Diese Aufnahmen zeigen die Überreste des Privatflugzeugs von McFit-Gründer Rainer Schaller. Darauf sind neben dem Rumpf des Flugzeugs Sitze und Taschen, die mutmaßlich den Insassen der Maschine gehörten, zu sehen. Wie kostarikanische Medien unter Berufung auf die Passagierliste schreiben, war der McFit-Gründer Rainer Schaller zusammen mit seiner Freundin und zwei Kindern an Bord. Die Maschine habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Paresmina verloren. Daraufhin seien sofort alle Maßnahmen eingeleitet worden, um sie zu orten. Wie die Küstenwache Costa Ricas bestätigte, wurde gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit die Leiche eines Kindes im Meer treibend entdeckt. Kurze Zeit später wurde ein toter Mann gefunden. Die Identitäten der Toten sind bislang ungeklärt.